So, servus und was geht ab YouTube? Wir sind heute mal in einer anderen Simulation unterwegs und das ist iRacing. Wir sind hier am Motegi-Ring, Twin Motegi-Ring. Ich hoffe, das Game ist nicht zu laut, aber ich habe mich jetzt auch nicht mehr so aufgewärmt. Wir fahren ein wenig Super Formula Light. Und schauen mal, was wir hier reißen können gegen diese Truppe. Wir haben das höchste i-Rating, aber ich bin ein bisschen eingerostet. Gerade eben bin ich ein Rennen gefahren, wo ich mich gewundert habe, wieso ich so langsam war. Ja, das passiert halt, wenn man bei Fix-Setup, naja, bei Open-Setup-Fix-Setup fährt. Ich habe nämlich kein Setup gehabt. Und ich war mir darüber nicht bewusst, habe mich gewundert, wieso bin ich so langsam im Quali und wieso sind die so scheiße im Rennen. Dann wurde ich Zweiter am Ende. Nettes Überholmanöver. So, jetzt gehen wir rein. Alles klar, Leute. Gibt kein Zurück mehr. Ah, nee, es hat sich wieder verändert. 35 Grad Streckentemperatur bei 25 Luft. iRacing-Temperaturen machen großen Unterschied bezüglich der Rundenzeiten. Mach mal kurz hier Session Best Lap, weil dann habe ich direkt einen Delta nach dem ersten Sektor. Erste Outlap ist sehr rutschig. Zweite Runde ist die schnellste in den Autos. Also die dritte, aber man braucht halt Reifentemperatur. Das ist hier sehr wichtig. Ich kenne die Strecke nur von der MotoGP. Ist aber eine coole Strecke. Gefällt mir sehr. Hat einen coolen Flow. Aber im Qualifying, ich bin jetzt mal gespannt. Wenn wir nämlich oben uns qualifizieren, ich will mich dann nach hinten fallen lassen, falls es nicht zu competitive ist. Vielleicht wird es ein Last to First, vielleicht aber auch nicht. Weil Qualifying ist für mich so die größte Schwäche gerade auf iRacing. Ich verstehe mich nicht ganz, wie man die Reifen richtig aufwärmt. Im Rennen sind wir eigentlich mal ganz gut dabei. Jetzt warten wir mal ab. Also manche klatschen hier auch 41er Zeiten raus. Und das wundert mich sehr. Telemetrie haben wir auch, könnt ihr schön verfolgen. Ja, ein bisschen zu viel gebremst. Man muss immer korrigieren mit dem Gas. Nein, zu weit raustragen lassen. Das ist auch nicht so gut. Also die Runde ist bis jetzt noch nicht das, was es sein sollte. Das war aber schön. Das ist für mich die schwierigste Kurve der Strecke. Mit jetzt so einen komischen Winkel, dass man meistens anders die hat in diesen Autos. Und hier kann ich mich nie entscheiden zwischen vierter oder dritter Gang. Wir halten mal den vierten, wenn es gerade geht. Oh, wir holen uns einen Off-Track, Alter. Blöder kann man nicht sein. Ja. Haben wir noch einen schlechten Start in die nächste Runde. Vielleicht starten wir echt von hinten. Ja, gerade wären wir Erster mit unserer Runde. Aber mal schauen. Das war auch wieder gut, aber tatsächlich, unsere erste Runde war schon echt ordentlich. So stark kann ich mich gerade hier nicht mal verbessern. Bitte kein Off-Track. Oh, das war sehr schlecht. Da werden wir ein Zehntel verlieren. Ja. Auch hier nicht die notwendige Rotation. Boah, Alter. Na, gut war das nicht. Da wäre mehr drin gewesen. Nur eine 42,5 am Ende. Ich glaube, das wird nicht reichen, Leute. Wir sind gerade auf P1. SOF ist 2,4, ist nicht der höchste, aber für den Fix, da ist meistens so 1,8, 1,9. Wahrscheinlich ziehen wir es aber auch ordentlich an mit dem 5K i-Rating. Bin ich mal gespannt, ob wir uns halten können oder ob uns der Shay schlägt, weil er war ungefähr auf unserer Pace, glaube ich. Ja, ich glaube, Leute, wir haben es. Also, Paul ist sicher. Jo. Coole Sache.
Doch ich würde jetzt gerne von hinten starten, wenn möglich. Ich mach mal den Breakbase wieder hoch. Ich glaube, es ist tatsächlich schneller. Also beim Anbremsen ist es schneller, einen höheren zu haben, aber gleichzeitig, wenn man sich verbremst, ist es natürlich ärgerlich. Was passiert, wenn wir uns nicht gridden lassen? Wenn wir nicht auf den Grid gehen? Alter, Leute, ich bin zweimal. There's no way, Alter. Ist doch beides nicht fix. Junge, kein Wunder, ich hab grad... Alter, der fährt 41, guck dir das mal an. Auch im Quali. Hab ich gedacht, Alter, wie können die alle so schnell sein? 41,8? Ich hab gedacht, ich weiß nicht. Oh ja, okay. Schön zu wissen, dass der Mann zu blöd zum Lesen ist. Was wir jetzt machen, weil am Anfang ist eh mal Chaos. Wir ziehen jetzt, wenn wir einen guten Start erwischen, direkt rechts rüber. Viel Erfolg an mich selber. Oh, fuck. Wir kriegen eigentlich immer einen guten Start. So, alle sind vorbei. Wir haben keinen Off-Track bekommen. Rein da, Leute. Für den Content. Wir haben nur 12 Runden vor uns. Den ersten haben wir geholt. Ich fahre auch auf dem Single Screen. Einer ist raus. Das ist immer ein bisschen scary, wenn man nicht wirklich sieht, wo die sind. Okay, wir sind gerade, ich glaube, in ja, P13. Wir verlieren gerade 89 i-Rating. Bitte nicht raushauen. Oh mein Gott, er hüpft. Er hüpft. Einer ist noch raus. Wir sind schon wieder von last to. Naja, Top 10 ist es noch nicht. Wir sind Elfter. Oi, Bruder, ich bin noch da. Ich bin da. Ich glaube, der haut mich raus. Ich habe Angst vor ihm. Okay. Wir haben ihn. Wir helfen dem anderen Kollegen, dem Hüpfi. Und da haben wir uns schön verbremst. Das könnte uns noch zum Nachteil werden. Egal. Gut. Gerade I-Rating minus 58. Können wir noch recovern? Ich hoffe ja. Ich will nämlich kein Minus machen. Safety-Rating sieht gerade gut aus. Und demnächst werde ich auch mal mit Suelio Almeida mich coachen lassen. I-Racing-Profifahrer. Das war risky. Jetzt haben wir auch einen Nachteil hier, außer er steckt zurück. Er steckt zurück. Temperatur übrigens 31 Grad schneller als im Qualifying. Das heißt, die Rundenzeiten sollten auch dementsprechend ein bisschen faster sein. Aber gleichzeitig haben wir auch mehr Wear auf der Strecke. Boah, es macht aber Spaß, ey. Dieses Auto hat so die perfekte Geschwindigkeit und trotzdem Grip und trotzdem Challenge. Wenn so ein Formel 2 Auto in dem F1 gehen wäre, Junge, Junge. Wobei das ist ja hier ein bisschen eher Richtung, glaube ich, Kombination Formel 2, Formel 3. Ein bisschen langsamer als Formel 2, schneller als Formel 3, denke ich mal. Also ein Last to First wird schwer auf jeden Fall, weil der erste war auf jeden Fall gut unterwegs oder ist gut unterwegs. Ich sollte vielleicht weniger labern beim Bremsen manchmal in solchen Kurven. Mach mal den Breakwise ein bisschen runter. Könnte besser sein so. Schwere Kurve, zu weit zu gehen. So, jetzt hier hatten wir den Verkehr. Dann sollten wir auch in der nächsten Kurve gehen, außer der sticht nochmal rein. Ui, schön. Tatsächlich, ich glaube wirklich 55er Breakbias ist hier besser. Man darf sich nicht verbremsen. Und dann ist es schon gut. Also schaut euch das mal an. Also schnellste Rundenzeit war eine 42,3.
Wir haben viel Zeit verloren, die Runde, und trotzdem sind wir auf Kurs für die 42-3. Der dritte Gang, denke ich mal, funktioniert hier, aber irgendwie doch nicht. Ähnlich gut durchgekommen. Ich glaube, im dritten Gang ist es einfach konstanter. Wir fahren eine. Okay, 42-0 von P2 jetzt. Könnte halt auch viel mit Slipstream sein. Wir haben trotzdem eine 42-4. Und wir hatten wieder Verkehr. Boah, das war gut. Brake Trace ist auch gut. Kurzer Peak, dann runter. Jetzt haben wir natürlich Slipstream gehabt. Verliert uns wieder Zeit. Aber dafür holen wir hier doch einiges raus. Das war nicht gut. Das auch nicht. Jo. Ja, das war ein schlechter Minisektor. Schauen wir mal mit 44,5. Und wieder verbremst. Ja, vielleicht auch 54, ich weiß es nicht. Ich will ihn echt am rumprobieren mit dem Brake Bias. Sind Runde 5 von 6, von 12, glaube ich, knapp. Ja, der zweite Gang, der funktioniert hier echt besser. Der dritte auch hier, okay. Leider keine gute Runde. 43-0 von P2 wieder, glaube ich. Ich glaube, es wird schwer. Schnellste Rundenzeit ist von Shay Brennan da vorne. Die fahren gerade 42er Zeiten trotz allem. Hm. Nicht gut. Wir waren nochmal im, glaube ich, 43.073, okay. Und Shay Brennan ist jetzt vor uns. Mal gucken, ob er schneller ist als wir. War der schnellste Fahrer. Ob das mit Slipstream war oder nicht, finden wir jetzt heraus. Ja, schlechter letzter Sektor. Also wir machen jetzt schon zumindest mal wieder I-Rating gut. Das ist schon mal schön. Ich glaube nicht, dass... dass mir ein höherer Break-Bias in den niedrigen, in den Low-Speed-Kurven gut tut. Oh, was macht er? Oder ist der Drive einfach uphill? Ich glaube, es ist einfach, dass der Drive uphill so OP ist. Okay, also es geht ums Podium. Da vorne ist auch der P1-Mann. Downhill ist der Drive nicht so gut. Ah, ne, wo ist denn Charlie hin? Charlie ist raus. Oh. Jetzt schauen wir mal. Kann uns Shay noch schlagen. Ach, Brake-Bias verwirrt mich echt. Es fühlt sich alles ähnlich an. Eins verbremst, was sich mehr. Man hat bessere Bremsperformance. Ich weiß es nicht, Leute. Gerade in der Kurve, klar, bremsen wir jetzt nicht gut, weil ich zu viel Unterstand am Exit hatte, aber wir haben kaum Verbremser da.
Das war schlecht, aber jetzt haben wir einen Mega-Draft. Scheiße, ey. Ansonsten hätten wir die Fast-Lap holen können. Das wird uns 2 Zehntel verlieren, denke ich. Oh, 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 oh. Ja, okay. Da will man zu viel. Jetzt auch ein Dreher, das wäre saftig, ne? So für das Ende von Video. Klar. Leider verkackt. Nicht gut. Aber selbst mit Fehlern halten wir die Pace von den Vordermännern. Ich würde aber gerne wissen, was mit Charlie passiert. Das schauen wir uns vielleicht noch an. Schade, Freunde, aber wir haben 15 I-Rating gut gemacht. Safety Rating sollte auch hochgehen. Das hat doch gebockt. Und ja, ich lade mir mal irgendwann Trading Paints runter. Bei mir updatet das einfach nicht. Was ist denn mit Charlie Hart passiert? Schauen wir uns mal an. Charlie, Charlie, Charlie. Okay, ich glaube, da passiert jetzt was. Oh, oh, oh. In der Kurve, ja, gefährlich. Oh. Ein wenig Netcode. Das hätte aber tatsächlich noch den Kontakt geben können. Unlucky für die beiden. Oder vor allem für Charlie. Ich denke mal, dann hat er auch danach ein bisschen Flügel-Damage. Könnte schon sein. Oh, Charlie ging es ganz böse aus. Ja, wir waren auf jeden Fall der schnellste Mann auf der Strecke. Auch der sauberste, würde ich sagen. Und damit würde ich erstmal sagen, danke fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann könnt ihr natürlich ein Däumchen da lassen und auch gerne in die Kommentare auch. Würde mich freuen. Dann müssen wir nicht immer Karriere hochladen, sondern auch mal andere Sims. Wie ACC, iRacing. Mal gucken, ob ich ein Allrounder werden kann in allen Simulatoren. Das wäre schon was. Okay, also Leute, bis zum nächsten Video. Haut da rein, euer Marcel. Ich freue mich auf euch. Peace.